Ja, an alle Kosmetikerinnen draußen, die gerne sich ein zweites Standbein schaffen möchten, habe ich heute mal ein Thema. Und zwar kam mir dieses Thema, weil wir das letzte in unserer Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerinnen hatten. Und da ging es um unser geliebtes oder gehasstes Network-Marketing, Multilevel-Marketing, Direktvertrieb und so weiter. Und da wollte ich euch heute mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten, weil ich bin ja ein Kind aus dem Direktvertrieb. Vielleicht weiß es der eine oder andere von euch, der mich ja schon kennt. Ich meine, ich bin ja mittlerweile 5 Jahre im Online-Marketing tätig, bin selber 25 Jahre in der Kosmetikbranche und habe aber 12 Jahre im Direktvertrieb gelernt, dort geschult, habe dort Infocenter geleitet und bin wirklich hier ausgebildet worden. Und ich muss sagen, nicht schlecht ausgebildet worden. Das, was ich dort gelernt habe, war schon gigantisch. Aber ich habe halt auch einen guten Direktvertrieb gehabt, der sehr außergewöhnlich war und auch noch ist. Ich habe erst nach 12 Jahren noch meine Kosmetikausbildung gemacht. Deswegen kann ich auch von beiden Seiten so ein bisschen berichten, wie das so aussieht. Und ich habe auch viel Network schon probiert, auch verschiedene Networks. Ich habe mit Supplements gearbeitet. Ich habe aber auch da nochmal Direktvertrieb gemacht. Ich habe so ein bisschen probiert. Das war so meine Lehre, die ich ja die letzten Jahre gemacht habe, weil ich ja auch dann gemerkt habe, wie ich so aus meinem Konzept rausgefallen bin, weil mir da auch so einiges nicht gefallen hat, weil das nicht mehr so meins war, weil die Firma sich so in eine Richtung bewegt hat. Ja, die war jetzt nicht so meins. Und da habe ich mir, da habe ich so gemerkt, was ist denn so das große Problem der Kosmetikerin und habe es am eigenen Leib gespürt. Denn ich habe gedacht, ich muss immer im Außen nach meinem Erfolg suchen. Ich muss nach außen, damit mein Geld mehr wird, mein Umsatz mehr wird. Also ich habe wirklich hier auch alle möglichen Register gezogen und durfte hier viel lernen. Ich bin heute wirklich mega dankbar dafür und flechte natürlich dadurch auch einiges in meine Kurse mit ein. Das wüsste ich überhaupt nicht, dass das funktionieren würde, wenn ich es nicht am eigenen Leib erlebt hätte. Also ich mache so aus allem, was ich so erlebt habe, gelernt habe, wie ich ausgebildet wurde, das ist sehr, sehr außergewöhnlich auch in meinen Kursen, weil es so ja nicht in der Schule, also in der Kosmetikschule auch gelernt wird. Von daher partizipiert man natürlich hier, weil ich ja auch über Jahre hinweg nur verkauft habe, Hautanalysen gemacht habe und meine Stammkunden betreut habe. Also daraus bin ich entstanden sozusagen. Ja, aber was will ich damit sagen? Ich wollte eigentlich nur mal sagen, wie gesagt, wir hatten ja letztens so einen schönen Post mit Network Marketing und dann ging es los in unserer Gruppe. Hey, das ist ja, geht gar nicht und wie können Kosmetikerinnen denn überhaupt solche Produkte verwenden? Und also wirklich so auf und ab und andere wieder, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das hat mir mein Hintern gerettet jetzt während der Krise und ist super und also mega begeistert. Also, ich kann euch jetzt nur mal meinen Standpunkt und meine Erfahrung sagen. Meine Erfahrung ist, wenn du im Network Marketing arbeiten möchtest oder vorhast, im Network Marketing zu arbeiten, solltest du eines tun. Und zwar dir genau angucken, wo du arbeiten möchtest, mit was du arbeiten möchtest und zu was du selber stehst. Wenn du das dann gefunden hast, dass du sagst, ich habe jetzt mein Produkt gefunden, das ist mega, lass dich da auch gar nicht so leiten von so gewissen, ja, das wird immer mal so ein paar Dinge gehypt, wo man sagt, also man hat so das Gefühl, es gab mal, das habe ich so mit so ein Spray, so ein Glücksspray, jeder hat ein Glücksspray gemacht und irgendwann war es dann wieder weg vom Markt und man liest gar nichts, überhaupt nichts mehr davon. Und das ist immer so ein Hype, beobachte das auch erstmal so ein kleines bisschen, ob das denn wirklich ernst ist, was da passiert. Ich habe es zuhauf erlebt, dass Leute hier was gestartet haben und dann waren sie 6 Wochen später oder 6 Monate später wieder woanders, weil ja die Wiese da schon wieder grüner war. Deswegen guck auch, wenn du in einem Team arbeitest, dass dieses Team, wo du dich gerne mit andocken möchtest, auch hier schon Erfahrung hat, dass hier ein guter Leader ist, dass hier wirklich jemand ist, der einen Plan im Sack hat und nicht jemand, der mal so eben auch angefangen hat, einen Haufen Leute hat und eigentlich gar nicht weiß, was er da tut und am besten noch, so habe ich es auch erlebt, abgibt und sagt, du mach mal du machst es so gut und du im Endeffekt dann nur noch da sitzt, die Sachen organisierst, die Vorträge oder was weiß ich, so war das dann bei uns oder ich habe dann auch die Vorträge gehalten teilweise, aber du dann gar keine Zeit mehr für dich hast, dass du sagst, ja, ich wollte aber auch irgendwie Kunden akquirieren, ich wollte die auch anrufen, ob ich mal mit lauter Vorbereitung beschäftigt, ja, weil man organisieren ja auch oftmals nicht so drin hat, weil man macht das ja neben seinem Beruf, ja, also neben der kosmetischen Tätigkeit. Und jetzt Achtung, jetzt kommt das ganz große
wo man wirklich aufpassen muss. Und es ist mir wirklich passiert. Ich habe mich so da reingesteigert, dass dann mein Umsatz in der Kosmetik sowas von runterging, weil ich plötzlich meine Stammkunden gar nicht mehr so intensiv betreut habe, auf Neukunden gar nicht mehr so einen Wert gelegt habe. Und so alles so ganz langsam ist es dann so im Sande verlaufen. Da habe ich irgendwann gemerkt, mein Umsatz, der geht ja sowas von runter, was ist da los? Und habe das aber überhaupt nicht verbinden können, hat mir die Erfahrung noch ein bisschen gefehlt, dass ich ja selber das ausgelöst habe, dadurch, dass ich mich so sehr auf mein nächstes Objekt konzentriert habe. Deswegen sagt mir so Next Shiny Object, das ist immer so ganz gefährlich und deswegen immer Achtung, wenn ihr sowas im Auge habt, denke ich, macht ihr es ernsthaft oder nur wollt ihr nur mal probieren? Weil wenn du das nur mal probieren willst, dann lass die Finger gleich davon. Es wird dir im Endeffekt Umsatz bringen, aber auf der anderen Seite Umsatz nehmen, weil die Konzentration hier ganz schnell in diesem Network ist, weil die das wirklich gut machen, weil hier so eine Art Teamwork ist und da ist ein Meeting und dort ist ein Meeting und da wird ein Treffen, ne, und dann ist da nochmal ein großer Kongress. Und es ist toll. Also ich kann es nur sagen, man muss es mal erlebt haben, es ist toll. Aber es nimmt auch Zeit und es nimmt Energie und es nimmt dir den Fokus von deinem Hauptberuf. Ja, also dessen musst du dir klar sein. Und deswegen, wenn ihr sowas macht, nehmt euch hier feste Tage. Das heißt, wenn du vorhast, was anderes nebenbei zu machen, sei es Network, Direktvertrieb, ganz egal, dann mach eines, mach dir wirklich feste Tage. Das heißt, ich mache zum Beispiel, wenn du das jetzt vorhast, 2 Tage die Woche, Donnerstag, Freitag, nur mein Network. Ja, also konzentriere mich da drauf. Ja, dann ist es okay. Und dann die anderen Tage konzentriere ich mich wieder auf meinen Hauptberuf. Weil ansonsten wirst du merken, fällt es dir auf die Füße, dein Umsatz wird runtergehen. Hier hast du vielleicht ein bisschen mehr, aber hier fährst du runter und hast nichts gewonnen, außer verloren, nämlich, oder beziehungsweise mehr Arbeit gewonnen, weil du musst ja auch mehr arbeiten dafür, erstmal. Und wenn dir jemand erzählt, ja, bei uns kannst du super Umsatz machen, bei uns ist es super und es ist wie Familie, das ist immer schön, wenn ich mal kurz sagen darf, zu mir haben auch viele gesagt, Birgit, komm zu uns, es ist wie Familie. Ich habe eine Familie und nicht jede Familie ist super und nicht jeder verbindet mit Familie auch was Positives. Ich habe auch eine Zeit lang mit meiner Familie nicht immer was Positives verbunden. Mittlerweile schon, aber hat ein bisschen gedauert, ja, Entwicklungsprozess. Aber von daher macht nicht solche Werbestrategien, bleibt doch hier geschäftsmäßig und schaut wirklich, dass ihr hier gut gefördert werdet. Also ich kann dir sagen, in meinem Direktvertrieb, wo ich gearbeitet habe, ich bin sowas von gefordert worden und dadurch gefördert. Das war wirklich Wahnsinn, was mir hier wirklich zugetraut wurde. Und dadurch habe ich mich entwickeln können, weil ich war mit 32 jemand, ich war so eine kleine Maus, muss man sagen. Ich war so ganz normal eine Mutti, ne, so, ja, mal in Urlaub gefahren mit dem Wohnwagen und so ganz einfach. Natürlich mit einem großen Wunsch, den hatte ich ja schon mit 8 irgendwann mal, dass ich auch genügend Geld habe, dass es mir gut geht und dass ich keine Geldsorgen habe, weil das hatten wir früher immer in unserem Elternhaus. Und ich weiß nicht, warum ich das mit 8 gesagt habe, ich kann es euch nicht sagen. Aber es war wirklich so, dass ich mit 8 irgendwann auf der Straße, ich weiß auch nicht, warum ich mich daran erinnere, mir das irgendwann mal gesagt habe, mit 50 bin ich erfolgreich. Habe zwar mit 52 erst angefangen, aber hätte ich vielleicht damals gesagt, mit 40 hätte ich vielleicht da schon gestartet. Aber es war mir immer klar, ich möchte, wenn ich älter bin, erfolgreich sein. Wie auch immer das aussieht, ich möchte keine Geldsorgen haben, ich möchte es geschafft haben. Und aus diesem Grund habe ich ja auch viel, viel probiert. Ich habe mich hier viel ausprobiert. Ich habe viel gelernt dadurch. Also ich möchte die Zeit, wo ich auch Network gemacht habe, nicht missen, weil nur das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ich kann vorher, und deswegen dieses Vorurteil, Network ist, wenn du es noch nicht gemacht hast und richtig gemacht hast, darfst du dir normalerweise dieses Urteil gar nicht bilden, weil dann hast du vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht. Das ist wie, wenn eine Kundin zur Kosmetikerin geht, wird dann schlecht behandelt, schlecht beraten. Und dann ist ja deswegen nicht jede Kosmetikerin schlecht, ne? So wie nicht jeder Arzt schlecht ist, nicht jede Friseurin schlecht ist, bloß weil man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, sondern das ist eine einzelne Erfahrung. Und deswegen gebe ich dir diesen Tipp, schau genau hin, wenn du es vorhast, ist da jemand, der eine Führungskraft ist, der dir auch wirklich sagen kann, wo der Weg langläuft. Hat der ein Konzept im Sack? Ja? Oder sagt er nur, du musst die Leute nur ansprechen?
geh da einfach mal hin und tu da mal ein bisschen Flyer verteilen oder irgendwas. Ja? Oder hilft der dir zum Erfolg der ersten Wochen und Monate? Macht der für dich die Vorträge? Holt der wirklich dich her und übt mit dir Dinge? Ja, weil das macht es nämlich dann auch aus. Ja? Weil du musst ja irgendwann auch, wenn du das richtig und also so, dass es auch was bringt für die Zukunft, musst du auch irgendwann mal natürlich Leute in dein Geschäft bringen, die auch mit dir zusammen das machen. Du musst dir das vorstellen, ich bin zum Beispiel jetzt auch, nur damit du weißt, was ich meine mit Führungskraft oder mit diesen Leute ins Geschäft bringen. Ich bin jetzt ja Online-Coach für Kosmetikerinnen und ich bin ja firmenunabhängig. Das heißt, ich verdiene null an euch, wenn ihr hier fertig seid. Ja, höchstens ihr kauft noch einen Kurs. Also, aber dann ist ja, wenn der fertig ist, auch fertig. Also auf Lebenszeit verdiene ich leider Gottes nichts an euch. Anders wäre es jetzt da, wenn ich zum Beispiel eine Kosmetikfirma hätte, also tolle Kosmetiklinie, und ich würde euch jetzt ausbilden und du entscheidest dich, hey, ich nehme die Kosmetikprodukte von der Birgit, ich bilde dich sozusagen aus. Bilde dich aber auch als Ausbilder aus. Das heißt, du wirst meine zweite, dritte Kraft und holst dir Kosmetikerin, die du dann ausbildest. Ne? Also wir bilden im Team die dann zusammen aus und machen die besten Kosmetikerinnen der Welt da draus. Ja? Und partizipieren davon, von allem, was verkauft wird. Ja, weil die Produktumsätze natürlich dadurch aussteigen. So ist es auch im Network. Das heißt, wenn du im Endeffekt hier eine große Gruppe hast, ne, von 4, 5 Leuten, man sagt immer so, in der ersten Linie sind es oft 5, ne, die bringen auch wieder 5 ins Geschäft, die auch wieder 5 ins Geschäft und jeder kann auch erfolgreich werden. In einem guten Marketing geht es nur bis zu einer gewissen Stufe, dann ist Schluss. Ja, geht man bis zur Tiefe, manchmal weiß ich jetzt nicht, manche machen 5 Linien, manche machen mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es bei jedem unterschiedlich, aber das bringt dir natürlich schon auch den Umsatz, weil du es nicht mehr alleine machen musst, den Markt hier natürlich zu begeistern von tollen Produkten und natürlich von einem tollen Beruf, wenn man es richtig macht. Man sagt im Network auch immer 5 Jahre für den Rest meines Lebens. Ja, also das heißt, wenn du jetzt wirklich Gas geben willst im Network, dann mach's richtig oder gar nicht. Weil wenn du Pech hast, nämlich dein Umsatz auf der einen Seite zwar steigt, aber in der Kosmetik definitiv sinkt, weil die Konzentration nicht mehr da ist. Immer der Fokus auf das, was du jetzt gerade, was dir wichtig ist, wird hier mehr werden und auf der anderen Seite aber wenig. Meine Erfahrung und auch Erfahrung von vielen anderen. Wichtig, dir wirklich diese Tage festzulegen, 2 Tage die Woche und es dort wirklich auch nur sich darauf zu konzentrieren. Ansonsten fällt dir hier der Umsatz irgendwann runter, weil du einfach so eine Freude hast und merkst, hey, Treffen da, Treffen dort, Telefon da, Zoom-Call dort. Und in der Zeit könntest du natürlich oder solltest du natürlich dann auch deine Stammkunden betreuen. Und jetzt Achtung, du hast ja schon auch ein etwas, ja, auch ein passives Einkommen, wenn du es richtig machst. Das heißt, wenn du jetzt verstanden hast, wie toll passives Einkommen ist, solltest du jetzt rangehen, deine Stammkunden zu betreuen, mal richtig zu betreuen. Das heißt, mach auch mal Vorträge für deine Kunden, ja, weil die bringen ja wiederum Kunden mit, wie im Network. Und sieh zu, dass du einfach ihnen deine neuen Produkte noch irgendwo zeigst, weil hast du schon Körperpflegeprodukte deinen Kunden gezeigt, die du hast? Hast du schon die neuen Schminkprodukte gezeigt, die du vielleicht jetzt vorhast zu kaufen? Oder? Ihr habt ja so eine riesen Vielfalt. Was davon durfte dein Kunde schon kennenlernen? Ja. Und wenn er das kennengelernt hat und es begeistert, was macht er? Er kauft nach, wenn du es richtig machst, wenn du ihn betreust. Und deswegen überleg dir wirklich gut, ob es notwendig ist, hier ein zweites Standbein dir zu schaffen mit Network oder sonstigen anderen Sachen. Es macht auch Arbeit und wenn du es richtig machst, so dass du was davon hast, wirst du merken, es kostet dich Zeit, Kopfzeit, Arbeitszeit und von daher überlege dir das sehr, sehr gut. Eine tolle Sache, wenn man es richtig macht und wenn man, also ich kenne viele Networker und die arbeiten schon sehr, sehr viel die Anfangsjahre, macht auch Spaß, klar, muss dir liegen, aber auch geschenkt bekommt man es dort auch nicht. Das kann ich dir zu 100% unterschreiben. Das war mein Thema heute zu Network Marketing. Ja, vielleicht hat dir das Video gefallen, dann hinterlasse gerne ein Like. Und wenn du mehr über uns wissen möchtest, geh doch gerne auf meine Seite
www.birgitbollwein.de. Wenn du vielleicht auch mal ein Analysegespräch möchtest, weil du für dich erkannt hast, hey, ich möchte doch gerne mehr Stammkunden. Ich habe doch eigentlich so viele Stammkunden, nur bestellen die noch nicht nach. Mensch, wenn es da eine Möglichkeit gibt, mich besser zu machen, damit meine Kunden noch besser erkennen, was ich hier zu bieten habe, dann melde dich doch einfach mal zum Analysegespräch. Können wir gerne mal drüber reden. Und wie gesagt, abonnier gerne meinen Kanal. Komm in unsere Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Freuen wir uns. Ja, und schön, dass du dabei warst. Deine Birgit.